Servus Freunde und herzlich willkommen zur vierten und damit auch letzten Playoff-Analyse. Es geht ums dritte Viertelfinale der diesjährigen DEL-Saison. Es treffen die Nürnberg Ice Tigers auf die Augsburger Panther. Es ist eine Best-of-Seven-Serie, die am 8. März 2017 um 19.30 Uhr in der Arena der Nürnberger Versicherungen in Nürnberg eröffnet wird. Wir schauen auf die Gesamtstatistik und sehen, 64 Mal trafen die beiden Teams aufeinander. Klare Angelegenheit hier, 36 Siege für Nürnberg, das entspricht 56%. 17 Siege für Augsburg, das entspricht 27%. Tore gab es auch 219 für Nürnberg und 176 für Augsburg. 11 Unentschieden, was ungefähr 17% entspricht, das heißt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Spiele in die Overtime gehen. Und an den Ergebnissen dieser Saison sieht man das auch. Dreimal endeten die Partien mit einem Torunterschied. Ja, zwei Siege Augsburg, zwei Siege Nürnberg. Augsburg gewann 2-1 und 4-0. Nürnberg gewann beide Male mit 3-2. In den Playoffs trafen die beiden Teams noch nie aufeinander. Das ist damit die erste Playoff-Serie zwischen Nürnberg und Augsburg. Beide Teams konnten sich direkt in die Playoffs qualifizieren. Nürnberg schloss die Saison auf dem dritten Platz hinter Mannheim und München ab. Augsburg konnte mit 87 Punkten vor Ingolstadt die reguläre Saison auf dem sechsten Platz abschließen und sich damit nach langer Zeit mal wieder für die Playoffs qualifizieren. Und zwar direkt. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Ist Augsburg die Überraschung dieser Saison? Schreibt es in die Kommentare. Und was tippt ihr? Wer wird sich am Ende dieser Serie durchsetzen? Ich tippe hier mal ganz offen auf Nürnberg, weil sie eben der Favorit laut der Tabelle sind. Wird so geschehen? Ciao!